Schlossplatz Berlin, wo Politik auf Wirtschaft trifft. Fake News. Wozu noch Journalisten? Das ist unser Thema heute. Und wie sollte es anders sein? Medien, Politik, Juristen sollen zu Wort kommen. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf Focus Online bei Facebook Live dabei. Sie können Fragen stellen, wir sammeln die Fragen und werden diese immer wieder aufs Podium reichen. Also stellen Sie Fragen an unsere Gäste, die Sie nun ganz herzlich mit mir begrüßen sollen. Der ehemalige Berliner Justizsenator Thomas Heilmann ist zu uns gekommen. Sie sind auf der einen Seite Politiker, andererseits aber auch Unternehmer, haben schon viele Dinge gemacht, die auch mit unserem Thema zu tun haben. Sie haben sich mal finanziell an Xing beteiligt, Sie haben eine Agentur geleitet, Sie sind jetzt aber schon wieder auf dem politischen Weg im Bundestagswahlkampf mit einer nicht ganz unumstrittenen Kandidatur im Wahlkreis. Da würde uns natürlich am Ende interessieren, ob Fake News da auch unterwegs waren. Jedenfalls schön, dass Sie da sind, Herr Heilmann. Der Publizist Hugo Müller-Fock, vielen bekannt aus den Medien. Sie waren mal Herausgeber der FAZ, Sie waren Bildkolumnist. Sie sind heute Blogger auf verschiedenen Plattformen, in verschiedenen politischen Medien, Buchautor. Ich kann es gar nicht alles aufzählen, habe wahrscheinlich einiges vergessen. Und Sie haben mal gesagt, wer sich heute über Fake News echauffiert, braucht nicht auf Donald Trump zu schauen oder zu zeigen. Bei uns liefert die deutsche Sozialindustrie jedes Jahr angebliche Daten, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Das wollen wir wissen, was Sie damit meinen, und schön, dass Sie da sind. Sven Krüger, Sie sind aus Hamburg heute gekommen, Sie sind Medienrechtler, Anwalt, haben schon für ganz Prominente gekämpft, Jörg Kachelmann, Jan Ullrich sind diejenigen, die Sie vertreten haben. Sie vertreten aber auch Fake News Opfer, und da wir immer hören, dass das juristisch so schwierig ist, das Thema, sind wir natürlich sehr gespannt, wie Sie das einschätzen. Schön, dass Sie bei uns sind. Otto Fricke, auch Anwalt, aber nicht Medienrechtler, sondern, glaube ich, in verschiedenen anderen Dingen. Bekannt aber, glaube ich, den meisten noch durch seine langjährige Tätigkeit im Deutschen Bundestag. Wirtschafts- und Haushaltsexperte für die FDP. Nun wieder für eben diese Partei im Bundestagswahlkampf aus Nordrhein-Westfalen. Er möchte natürlich ohne Fake News in den Bundestag kommen. Und mit der CDU haben sie gemeinsam die Kartoffelküche gegründet. Ein geheimer Gesprächszirkel, aber jedenfalls schön, dass Sie da sind. Sie kandidieren wieder für den Bundestag, und vielleicht klappt es dann ja auch im Herbst. Ja, Frank Überall ist gekommen. Er ist der Chef aller Journalisten. Er ist sozusagen, oder vieler Journalisten, aber ich sage das mal so, er ist sozusagen der Vorstandsvorsitzende des DJV. Sie haben einmal gesagt, wir wissen leider nicht, in welchem Umfang Fake News die Meinungsbildung der Menschen verzerrt, aber es bleibt was haften, das ist ein Riesenthema, und damit dürfen wir uns nicht abfinden. Schön, dass Sie bei uns sind. Es ist eine Tradition, dass alle Gäste etwas mitbringen, was sie mit diesem Thema verbinden. Und damit wollen wir in die Sendung einsteigen. Herr Müller-Fock, was haben Sie denn mitgebracht, was sich mit Fake News und dem Thema verbinden lässt? Ich habe das Buch von Markus Wolf, dem ehemaligen Chef der Auslandsaufklärung in der DDR, sozusagen obersten Spion der DDR, mitgebracht, seine Erinnerungen nach der Wende, wie man versuchte, die öffentliche Meinung in der alten Bundesrepublik zu beeinflussen. Und da schreibt er sehr deutlich, wie sie gearbeitet haben mit Fakten und Dokumenten, angereichert mit selbstfabriziertem Material, mit dem Ziel, Personen der Bundesrepublik in Misskredit zu bringen, die der DDR feindlich gesonnen waren. Und sie hatten sogar Spezialisten, die in der Lage waren, auf gefakten, sage ich jetzt mal, das Wort gab es damals noch nicht, Pressemitteilungen den Duktus von Politikern
nachzuempfinden und auf diese Weise durchaus einige Erfolge erzielt. Also beispielsweise Heinrich Lübke als KZ-Baumeister war so eine frei erfundene Geschichte, die die DDR in den Westen lanciert hat und in den westlichen Medien gerne übernommen wurde. Also wenn wir jetzt über da reden, Trump habe die Fake News sozusagen erfunden. Wir in Deutschland sollten es besser wissen. Also vielleicht sind ja diejenigen, die damals das so beschrieben haben, auch diejenigen, die es am Ende jetzt am besten aufklären können. Das können wir ja nochmal besprechen. Es war nicht ganz ernst gemeint. Aber Beschäftigung für ehemalige Stasi-Leute. Ja, genau. Die werden in einen Raum gesperrt. Nein. Herr Krüger, was haben Sie uns mitgebracht? Meine Anwaltsrobe. Um deutlich zu machen, dass man sich gegen Fake News manchmal auch mit den Mitteln des Rechtsstaates wehren muss. Und da bleibt es nicht aus, dass der eine oder andere sich manchmal mit sowas verkleiden muss. Aber ziehen Sie die heute noch an im Laufe der Sendung? Oder, Eine Million User-Rate übersteigen im Laufe der Sendung, dann tue ich das. Das ist doch ein schöner Ansporn, oder? Herr Heilmann, was haben Sie dabei? Ich habe ein großes iPad mitgebracht, das mein vielfältiger Begleiter ist. Es gibt dazu auch einen speziellen Stift. Das heißt, ich kann darauf selber schreiben und natürlich echte News machen. Und vor allen Dingen kann man darüber sehr schön Tageszeitungen nachlesen. Verschiedenster Art, auch rückwirkend. So viel können Sie gar nicht mitnehmen. Und so können Sie Fakten eben besser überprüfen und nicht nur über Google. Und dieses iPad ist aber auch geeignet, dass man schnell Fake News in die Welt bringt, oder? Naja, also so stark ist jetzt mein Facebook- oder mein Instagram-Account nicht, dass ich wirklich in der Lage wäre, Fake News sinnvoll zu verbreiten. Also wenn man das macht, dann müsste man das anders machen. Herr Überall, was haben Sie dabei? Ich lerne ja auch viele junge Menschen kennen und da stelle ich immer wieder fest, dass dann oft die Frage ist, wenn man sagt, nee, also kann doch nicht sein. Also wo haben Sie denn das her? Ja, stand doch im Internet. Und es ist tatsächlich so, dass unglaublich viel eben gerade von jungen Menschen Smartphones genutzt werden und zum Teil eben auch, was Medienkompetenz angeht, ich den Eindruck habe, in den Schulen findet das nicht so richtig statt. Und eine seriöse Quelle von einer unseriösen Quelle zu unterscheiden, da ist, glaube ich, noch viel zu tun. Und deswegen habe ich dieses kleine Päckchen mitgebracht, das mittlerweile unglaublich viel Macht über uns hat. Ja, dem wollen wir heute ein bisschen näher kommen, wie wir das unterscheiden können. Herr Fricke, was ich, haben Sie dabei? Ich habe die Krawatte mitgebracht, die ich anhabe. Und zwar, weil es... Das ist jedenfalls mein Punkt. Die Krawatte ist echt, aber es geht mir darum, dass wir oft beim Thema Fake News, das, was Sie auch gerade gesagt haben, kann doch gar nicht sein. Wir denken manchmal zu schnell bei solchen Sachen. Wir glauben manchmal, dass Dinge stimmen, weil sie in unser Bild passen, weil unsere Vorurteile sind. Jetzt sagen alle, ja klar, der Fricke hat eine gelbe Krawatte an, der ist in der FDP, hat ein hellblaues Hemd an. Habe ich eben auch gesagt, müssen wir jetzt anziehen im Wahlkampf. Und schwupps, glauben ein paar Leute, das könnte richtig sein. Das ist aber in Wirklichkeit eine Krawatte von, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Keine Markenwerbung. Doch, ist eine Marke. IG Metall. Ich konnte es gar nicht glauben, deswegen war So, und darauf, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Es ist von der IG Metall. Und daraus kann man jetzt sehen, dass das nichts mit FDP an der Stelle zu tun hat, dass es farblich zwar vielleicht passt, aber dass wir eben schnell diesen Gedanken haben, und das können sich auch die Zuschauer fragen, ja klar, dass der im Blogger-App rumläuft, ist ja so. Und das ist, glaube ich, was man beim Thema Fake News genau sehen muss. Wo überlasten wir unser Gehirn durch zu schnelles Denken und sagen, ach, das ist die einfache Lösung, da wird es auch so sein. Aber die FDP hat ja inzwischen die Farben gewechselt, oder? Da hätten Sie ja heute... Wir haben sie ergänzt um ein schönes Magenta, ja. Sehr schön. Also das nächste Mal erwarten wir dann die Krawatte. Das mit der IG Metall, das müssen wir noch mal recherchieren, Herr Müller-Fock. Da sind wir nämlich bei der Definition von Fake News. Da würde ich nämlich gerne mit einsteigen, was sind eigentlich Fake News? Fake News sind nach meinem Verständnis bewusste Falschmeldungen. Ich würde schon unterscheiden, ob ich bewusst etwas Falsches in die Welt setze oder ob ich der Sache einen gewissen Spin gebe. Also wenn ich jetzt behaupte, Frau Hinrichs war heute Abend um 19.20 Uhr in München und rief dort zur Wahl der FDP auf. Das wäre eine Fake News, weil nachweislich sie hier sitzen. Richtig. Also das ist sozusagen, um es ganz drastisch zu machen. Es gibt allerdings andere, es gibt so Mischformen. Sie hatten ja vorhin da zitiert, das mit, was ich da mal geschrieben habe. Es wird schon versucht, durch bestimmte Begriffe bestimmte Dinge zu transportieren in einem gewissen Sinne. Es gibt da jedes Jahr eine Erhebung, die feststellen soll,
wie viele Menschen armutsgefährdet sind. So. Mhm. Das sind alle die, die weniger als 60% des mittleren Einkommens haben. Die heißt offiziell, da haben sich Sozialwissenschaftler darauf geeinigt, Armutsgefährdungsquote. Wenn Sie die Tagesschau anmachen oder heute oder die meisten Zeitungen, steht immer Armutsquote. Als würde gemessen, wie viele arme Menschen es gibt. Dabei wird gemessen, also die Wissenschaftler behaupten, sie messen die Armutsgefährdung. In Wirklichkeit messen sie nur die ungleiche Verteilung. Denn nach diesem Modell würden, wenn jeder seine Einkünfte verdoppeln könnte, der Hartz-IV-Mensch bekommt das Doppelte und der Millionär bekommt auch das Doppelte, bleibt die Zahl der Armutsgefährdeten gleich. Es ist nämlich nur eine Verteilungsgeschichte. Aber dass ein Teil der Journalie ganz bewusst den falschen Begriff verwendet, heißt, man will eine Nachricht in die Welt setzen und diese Sozialindustrie ist natürlich daran interessiert, möglichst viele Arme zu haben, denn je mehr Arme, in Anführungszeichen, ich habe, umso mehr öffentliche Gelder kriege ich, umso mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Das ist der Versuch, die Öffentlichkeit irrezuführen. Und da würden Sie sagen, das sind Fake News? Das ist diese Mischform, das geht so an die Grenze der Fake News. Mhm. Juristisch, Herr Krüger, wie würden Sie den Begriff fassen, wenn Sie das hören, was Herr Müller-Fock gerade gesagt hat und Sie ja auch als Anwalt sich um Fake News Opfer kümmern? Also was sind für Sie Fake News Opfer und Fake News überhaupt? Also ich habe jetzt ein gewisses Problem, mich abzugrenzen von Herrn Müller-Fock, denn der erste Satz, der könnte auch meiner sein. Das muss ich jetzt spontan tun und dann will ich mal unterscheiden zwischen Fake News im weiten Sinne und im engen Sinne. Mhm. Fake News im weiten Sinne ist Falschberichterstattung. Fakten, die aber nicht stimmen, die nicht im privaten Kreis, sondern öffentlich verbreitet werden. Im engen Sinne fasse ich darunter auch die bewusste Falschberichterstattung, bewusste Falschmeldung, die juristisch auch nochmal anders zu qualifizieren ist. Nicht nur irgendwelche Fehler, die passieren, oder Falschmeldungen, die daraus resultieren, dass Sorgfaltspflichten lax gehandhabt wurden, sondern die gezielt und bewusst gestreut wurden. Das ist der Kernbereich, aber unter dem Begriff kann man zunächst mal alle Falschberichterstattungen fassen. Herr Heilmann, mich würde mal interessieren, Sie sind jetzt im Bundestagswahlkampf, Sie sind Kandidat für Ihren Wahlkreis, aber es gab zumindest in den Berliner Zeitungen, teilweise auch überregional, durchaus eine Berichterstattung, die, da ging es um einen Gegenkandidaten, der auch für denselben Wahlkreis antreten wollte oder sich dafür beworben hat. Und da ging es dann um die Frage, sind da Wahlen manipuliert worden und so weiter. Waren da auch Fake News unterwegs aus Ihrer Sicht? Und am Ende hat sich das ja jetzt alles geglättet und es spricht wahrscheinlich in einem Vierteljahr gar keiner mehr darüber. Aber mich würde mal interessieren, wie Sie diese Berichterstattung und auch das, was da passiert ist, empfunden haben. Das ist persönlich schon belastend, weil ich ja mit Vorwürfen, die sich als falsch herausgestellt habe, belastet wurde. Das hat es nun immer gegeben. Das hat mit dem modernen Aufkommen von Fake News und dass ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat über Twitter eine eigene Öffentlichkeit hat und eigene Falschmeldungen darstellen kann und wir die Medien als Kontrollfunktion nicht mehr haben. Das ist ja das, was die Fake News plötzlich so gefährlich machen. Das alles war in meinem Fall nicht der Fall, sondern es ist schlicht und einfach gelogen worden, wie in der Politik leider ja öfter gelogen wird. Und dann hat sich eine Mehrheit meiner Partei irgendwie besonnen und hat gesagt, nee, der Heilmann hat schon recht, so war dann auch die öffentliche Resonanz, sodass das ein Thema ist, das ich eigentlich nicht unter Fake News darstelle. Ja, es ist gelogen worden in dieser Auseinandersetzung, aber das ist ehrlich gesagt eben, wie wir gelernt haben, schon von der Stasi vor 50 Jahren in Deutschland passiert. Aber es gab eben eine Filterfunktion von Medien, auch eine Gegenöffentlichkeit, auch bestimmte Standards. Und die werden heute im Internet so nicht aufrechterhalten, was die Sache eben belastender macht und dass eben bei Facebook Dinge stehen können, wochenlang unwidersprochen, die sich erkennbar als falsch herausgestellt haben. Das ist schon eine neue Qualität und darüber müssen wir uns als Politik auch auseinandersetzen. Welche Bedeutung haben in diesem Zusammenhang denn Plattformen, Social Media, soziale Netze, Sync haben wir erwähnt, haben sich selbst mal, wie gesagt, engagiert, Facebook, Twitter und so weiter kennen wir alle, um diese Meldungen zu verbreiten, die dann auch falsch sind. Also wir haben ja eine andere Dynamik offensichtlich heute, was Falschmeldungen angeht. Also in meinem konkreten Fall hat das überhaupt keine Rolle gespielt, aber generell ist das, was in sozialen Medien und namentlich in Facebook steht, ein Problem. Die Tatsache, dass Sie sich jetzt gerade ganz aktuell zum Gesetzentwurf der Bundesregierung so kritisch geäußert haben,
mit der Begründung, der Aufwand sei zu hoch, machen 3 Milliarden Euro Gewinn pro Quartal und behaupten, sie würden das ja alles schon erfüllen. Die sprechen sich ja auch selber. Also da, denke ich, ist der Gesetzgeber dringend gefordert, so wie er mal den Beleidigungstatbestand ins Strafgesetzbuch geschrieben hat, um Dinge zu sanktionieren, die im Leben vorkommen. So müssen wir eben regulieren, wie wir mit Falschmeldungen in sozialen Medien umgehen. Mhm. In den Grenzfragen keine einfache Frage, da werden wir sicher noch ein paar Jahrzehnte eher brauchen, um zu lernen, wann wir es eigentlich wie richtig machen. Ja. Herr Fricke, hat der amerikanische Präsident den Begriff eigentlich überhaupt erst etabliert? Oder sagen Sie auch, ähnlich wie Herr Müller-Fock, im Prinzip wird das jetzt auch ein bisschen aufgebauscht und das ist eigentlich alles kalter Kaffee? Naja, es ist wie immer, wir übernehmen gerne einen amerikanischen Begriff, ob er nun passt oder nicht. Ja, hier passt er, aber wir hatten solche und ähnliche Dinge, hatten wir immer schon. Also wenn Sie in Lokalblättchen gucken, was da manchmal geschrieben wurde, es gibt den berühmten alten Begriff der Zeitungsente. Da sagen wir zwar alle, harmlos, es war eine Zeitungsente, aber die Zeitungsente hat auch schon zu manchen Dingen geführt, die nicht schön waren. Nein, ich glaube, wir müssen einfach erkennen, dass das, was früher vielleicht noch in der Kneipe besprochen wurde, hör mal, hast du gesehen, der Peter hat da mit der und das gemacht, dass das eben halt heute im Internet steht, für viele einsehbar ist und dadurch eine Multiplikation bekommt. Und die Schwierigkeit, die die Politik hat, ist, dass sie auf der einen Seite dafür sorgen muss, dass das, was strafrechtlich nicht geht, durchgesetzt wird und andererseits dafür aber auch sorgen muss, dass sie nicht anfängt, dass Private eine Art Meinungspolizei werden. Und das gut auszugleichen ist sehr schwer. Und weil hier nun auch Journalisten am Tisch sind, ich glaube, dass die Funktion der Journalisten in dem Ganzen sich verändern wird. Früher war der Journalist an ganz vielen Stellen Zollstation, an der ich vorbei musste, wo ich eine Qualifikation der Fakten hatte. Also da kommt der Jurist in mir durch, unterscheidet zwischen Fakten und Meinung. Ich hatte bei den Fakten den Journalisten, der für mich qualitativ Arbeit erledigt hat. Und ich hatte auch bei der Meinungsbildung, also Kommentaren, die Möglichkeit zu sehen, welche Meinungen gibt es und kann ich mir bilden. Und das ist jetzt das Schwierige. Nehme ich diese Zollstation noch wahr, die Journalisten haben, oder umgehe ich sie komplett? Ich glaube, es muss beides sein. Denn ich muss bei Fake News ja auch gucken, ist möglicherweise da auch jemand, der Journalist ist, einer falschen Nachricht, einer falschen Tatsache aufgesetzt. Da finde ich, gibt es einen großen Vorteil. Instagram und andere geben, wenn wir klug sind, die Möglichkeit, zur Quelle zurück die Meldung zu verfolgen. Das wird eine Aufgabe sein für alle Beteiligten. Wir kommen dann noch zu, wie man am besten reagieren kann, Herr Überall. Ich würde gerne mal wissen, Sie haben ja als, sage ich mal, Vertreter der Journalisten fast eine andere Rolle inzwischen eingenommen. Früher wurde vielleicht mal darüber diskutiert, ob man einen freien oder festen Tarifvertrag bekommt bei einem Sender oder bei einem Medium. Heute sind Sie mit solchen Themen wie Fake News befasst, auch in Sendungen wie diesen. Wie definieren Sie als Verband Fake News auch in Bezug auf die Journalisten? Und wie oft müssen Sie inzwischen auf dieses Thema reagieren? Also Tarifverträge sind uns immer noch wichtig. Das ist ja immer noch ein großes Feld als Gewerkschaft, als Journalistengewerkschaft. Fake News, und da grenze ich mich jetzt ein bisschen von Ihnen ab. Also ich glaube, wenn man sich auch diesen Begriff Fake bewusst macht, da geht es nicht um Wrong News, da geht es um Fake. Und da verbinde ich schon den Vorsatz mit. Da werden ganz bewusst Dinge... Aber was Dinge ist der Unterschied zwischen Wrong und Fake? Den wollen wir jetzt genau. Genau, das wollte ich gerade tun. Das, was uns auch vorgeworfen wird von interessierten Kreisen als Kampfbegriff, nämlich Lügenpresse zu sein, das muss man sich ja auch in dem Zusammenhang, und da liegt ja Fake dann eben als Lüge, als bewusste Falschdarstellung auf einer Linie, da muss man sich bewusst machen, Lügen bedeutet, die Wahrheit zu kennen und vorsätzlich etwas anderes zu berichten, etwas anderes zu erzählen. So, und dieser Vorsatz, das macht aus meiner Sicht den Fake aus. Die Zeitungsende, das vielleicht nicht ganz ordentlich recherchierte, also mein Gott, wir sind doch auch nur Menschen und natürlich machen wir auch Fehler. Und da haben wir natürlich heute auch gelernt, wie geht man damit um? Früher war es dann oft so, dass man diesen Rückkanal nicht hatte, dass also vielleicht mal Leser- oder Zuschauerbriefe kamen. Ja, ich kenne das auch noch, sogar noch in Süterlin geschrieben und so. Das hat es alles mal gegeben, aber es wurde zum Teil, muss man auch selbstkritisch in unserem Berufsstand sagen, in den Redaktionen auch nicht ganz so ernst genommen. Und das hat sich heute geändert. Es kommt mehr, aber es kommt zum Teil auch qualifizierter, weil die Hemmschwelle, die Möglichkeitsschwelle auch abgesunken ist. Und insofern werden wir auf Fehler aufmerksam gemacht. Damit muss man professionell umgehen. Deswegen ja auch heute schon Formate, wo man eben in aktuellen Lagen sagt, das wissen wir schon, das wissen wir noch nicht. Wir müssen auch den Mut haben, an der einen oder anderen Stelle mal die Langsamkeit zu betonen und zu sagen, hey,
Wir müssen erst mal unseren Job machen. Ja, natürlich kann ich jetzt gleich irgendwo, wir haben gesagt, hiernach gibt es nicht nur was zu trinken, sondern vielleicht auch noch eine Kleinigkeit zu essen. Da kann ich natürlich vorher schon dem Koch sagen, gib mal her, zeig mal, ja, ich habe Hunger. Ja, das ist aber doch roh. Ja? Und genauso brauchen wir als Journalistinnen und Journalisten auch die Zeit zum Kochen sozusagen, also zum Zubereiten, also zum Recherchieren, zum Einordnen, zum Überprüfen. Und das ist das, was Gesellschaft an der Stelle auch verstehen muss. Das ist ein Job, der muss wertgeschätzt werden. Das hat dann auch wieder mit Tarifverträgen zu tun. Der muss aber auch wertgeschätzt werden im Sinne der Inhalte. Und das braucht manchmal seine Zeit, damit man eben keine falschen Nachrichten in die Welt setzt und eben auch ganz bewusst natürlich keine Fake News aufsitzt. Weil Journalisten produzieren keine Fake News, aber sie stehen natürlich immer in der Gefahr, Fake News aufzusetzen. Also Fake News im Sinne von zielgerichtet, vorsätzlich falsch in die Welt gesetzte Nachrichten. Herr Heilmann, Sie waren ja, das habe ich vorhin kurz angedeutet, auch mal Berater, Politikberater, jetzt selber Politiker. Aber mich würde einfach mal interessieren, wie Sie eigentlich das sehen, was der amerikanische Präsident Donald Trump macht. Also aus seiner Sicht produziert er ja mit seinen Tweets News, die werden von allen gelesen, millionenfach, fast milliardenfach. Und aus seiner Sicht macht er wahrscheinlich alles richtig, oder? Und wie geht man damit um? Ich glaube, dass auch da die Qualität neu ist, ist das, was man mit alternative Fakten nennt. Also er behauptet ja nicht nur Dinge, sondern er wird öffentlich widerlegt. Und dann sagt er, nein, das sind alternative Fakten und das ist richtig. Und dann bleibt es offen. Und für denjenigen, der sich nicht sehr intensiv mit den Details beschäftigt, wo es dann meistens relativ klar ist, wo die Wahrheit liegt, bleibt es dann nur, das ist eine Streiterei, beide werfen mit Dreck, irgendwie ist kompliziert, einer sagt Hü, einer sagt Hot und es bleibt einfach für die Leute offen. Und diese Nichtbewertung, sodass man mich mit alternativen Fakten dahingehend durchkommt, dass es irgendwie doch zwei Wahrheiten gibt, was eigentlich dem, wie wir Journalismus... Ja, aber das ist ja ein Widerspruch an sich, oder? Es gibt entweder Fakten oder es gibt keine Fakten. Ja, das sage ich ja gerade, aber die sozusagen mit der Methode alternative Fakten können Sie eben auch aus der Diskussion über die Frage, wie ist es denn eigentlich jetzt, wie sind denn die Fakten und dann mache ich daraus meine Schlussfolgerung und meine Meinung und die mag ja auch auseinandergehen. Mhm. Das ist eine Steigerung dessen, was Herr Müller-Fock am Anfang erlebt hat, nämlich zu sagen, ich kann eine Armutsstatistik, die ist ja nicht falsch, aber die kann ich natürlich anders auslegen. Und schon Churchill hat gesagt, ich glaube nur an die Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Also das kennen wir alles schon seit vielen Jahrzehnten und können damit irgendwie umgehen. Gut ist es auch nicht. Aber dieses Beharren auf alternativen Fakten, das finde ich schon ein Problem. Das geht ja einher mit dem, was Sie gesagt haben, dass man die Legitimation der klassischen Medien, indem man sie alle als Lügenpresse tituliert, das greift schon an eine wesentliche Säule unseres Zusammenlebens. Und wenn die jetzt weiter beschädigt wird, bin ich mir nicht so ganz sicher, was daraus wird. Und deswegen müssten wir daran arbeiten, dass sie jedenfalls nicht unnötig weiter beschädigt wird. Aber man muss sich eigentlich auf den Staat gesellschaftlich als Bürger auch ein Stück weit verlassen können. Und genau das ist das, die Schwierigkeit, wo Trump im Moment Medien und Gesellschaft gegeneinander ausspielt. Ja. In beiden Fällen geht es, glaube ich, darum, die Presse, die etablierten Medien, an die sich dieser Vorwurf ja richtet, so als Prüfinstanz zu schwächen, den Watchdog zu lähmen und sich selber so größere Freiheiten zu verschaffen und die Deutungshoheit zu erobern. Das ist, glaube ich, hier wie dort ja geradezu perfide Sinn. Aber wenn das Ganze dann von einem US-Präsidenten ausgeht, dann ist das nochmal eine Nummer härter als das, was wir hier haben, dann ist das irre. Mhm. Herr Müller-Fock, ich würde Sie gerne mal fragen, weil Sie sagen, auf der einen Seite ist das, was da passiert, nicht neu. Sie haben ein altes Buch mitgebracht, aber auch noch ein weiteres Beispiel genannt. Auf der anderen Seite haben wir immerhin in Deutschland eine öffentliche Debatte darüber und die Journalisten sprechen auch sehr stark drüber. Woran liegt das, dass dieses Thema die Journalisten so stark aufregt? Die etablierten Medien sind die Verlierer dieser Kommunikationsrevolution. Sie nannten das Zollstation, ich nenne das lieber Türwächter. Früher haben Medien entschieden, was bekannt wird. Und wenn eine Kollegin erzählte mal im Zusammenhang, wie man mit der AfD umgeht, früher in Bonn hätten sich die 4, 5 überregionalen Zeitungen zusammen mit dem dpa-Kollegen zusammengesetzt und hätten gesagt, über die NPD, das berichten wir nicht. Und dann fand es nicht statt. So, und dieses Privileg oder dieses Machtinstrument haben die etablierten Medien verloren. Mhm. Ich behaupte mal,
Köln Silvester 2015 wäre ein regionales Ereignis geblieben, ohne Internet, ohne Facebook, ohne Twitter. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten, das Ganze passiert in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, die öffentlich-rechtlichen Anstalten brauchten bis Dienstagabend, um das Thema aufzunehmen. Da war aber zwischendurch schon bei Facebook, bei Twitter war das rauf und runter debattiert worden und auch der Skandal, dass ein Teil der Medien das einfach nicht wahrhaben wollte, weil es nicht ins Bild passte. Denn es war ja so, die politisch korrekte Meinung war, jeder Flüchtling ist eine Bereicherung. Was schon ein dummes Zeug ist, weil auch nicht jeder Deutsche eine Bereicherung ist, aber Klammer zu. So, und jetzt kommen da solche Übergriffe vor, die man in dieser Massivität sich gar nicht vorstellen konnte. Und dann war man der Meinung, also wenn wir das unter der Decke halten, dann schüren wir nicht Aversionen gegen Flüchtlinge. So, insofern sind die Journalisten natürlich in der Situation, dass sie nicht mehr die Kontrolle haben über das, was passiert. Umgekehrt haben wir natürlich einen zunehmenden Anteil von Konsumenten, in Anführungszeichen, von Bürgern, die aus dem Netz das nehmen, was sie gerade finden, was nichts kostet, was ihnen nicht passt, und dann glauben, dass das stimme alles, weil es da gestanden habe. Bei der Zeitung meines Vertrauens ging ich ja immer davon aus, kann man auch davon ausgehen, die sortieren das für mich vor. Das Wichtigste stellen sie auf die 1, was nicht so wichtig ist, kommt auf die Seite 16 und dann kann ich noch die Kommentare lesen. Im Internet kann ich gar nicht mehr kontrollieren, wer da was ausgewählt hat, wie es gewichtet wird. Auch die etablierten Medien, die sind im Internet ja bei ihren Auftritten ja inzwischen so strukturiert, dass sie gucken, was wird am meisten geklickt. Und was am meisten geklickt wird, kommt immer oben auf die erste Seite und nicht mehr, was wichtig ist. Also insofern sind die Medien teilweise sind Verlierer dieses Prozesses und versuchen teilweise wieder Gelände zurückzugewinnen, indem sie sagen, Leute, was da im Internet ist, alles fake. Ja, dieses Vertrauensthema ist auch ein Thema, was unsere Zuschauer im Vorhinein zur Sendung bewegt hat in den Kommentaren, die immer wieder sozusagen geschrieben haben, dieses Vertrauen müssen wir wiederherstellen. Frau Schroll von Focus Online hat sich die Kommentarlage angeguckt. Was bewegt denn die Leute jetzt live bei der Sendung? Was wollen die wissen von unseren Experten, die hier auf dem Podium sitzen? Ja, also es wurde bereits rege diskutiert, sowohl auf Facebook als auch vorab auf focus.de. Und aus den Kommentaren war ja so ein kleiner Vertrauensverlust gegenüber den Medien herauszulesen. Also viele User sind besorgt, dass ihnen Informationen vorenthalten werden, dass Informationen vertuscht werden. Und die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, wie könnte man das Vertrauen der User, der Medienkonsumenten wieder zurückgewinnen? Auch eine wichtige Frage, gerade im Hinblick auf den Bundestagswahlkampf, die sich viele User gestellt haben, ja, wie beeinflussen Fake News eigentlich den Wahlkampf oder haben den Wahlkampf zum Teil schon beeinflusst, wenn man auch an Amerika und den dortigen Wahlkampf mit ja, dem Thema Fake News zurückdenkt. Und auch noch eine sehr interessante Frage, die uns soeben live auf Facebook gestellt wurde. Trägt denn die Vermischung verschiedener Darstellungsformen in den Medien, wie jetzt zum Beispiel Kommentar und Bericht, auch in etablierten Medien zu dieser Journalismusverdrossenheit bei, die aktuell zu beobachten ist? Ja, das würde ich ganz gerne weitergeben, was die Zuschauer bewegt. Dieses Thema Vertrauen in die Medien. Also man hat ja den Eindruck, dass durch die Vielfalt der Medien, die wir eigentlich auch positiv bewerten, andererseits eine Vertrauenskrise in den Medien entstanden ist und die Bürger offensichtlich ja nicht mehr glauben, dass das, was die Journalisten bewerten und schreiben, immer so stimmt. Das immerhin haben diejenigen, die die Begriffe Fake News, Lügenpresse benutzen, ja geschafft, Herr Überall. Wie geht man damit um? Ja, wir müssen um Vertrauen kämpfen. Wir müssen vor allem plötzlich unseren Job erklären. Das waren wir nicht gewohnt. Ja, wir sind früher als Prophet auf den Berg gegangen und haben gesendet, aber kaum empfangen. Und heute sind wir längst nicht mehr auf diesem Berg, sondern heute müssen wir plötzlich erklären, was wir eigentlich tun, welches Handwerk wir da eigentlich anwenden. Und ja, da sind natürlich auch in der Berufsbranche im Moment Diskussionen, es wurde angesprochen, Vermengung von Kommentar und Bericht. Es ist ja nicht so, dass wir uns das ausgedacht haben und gesagt haben, das müssen wir jetzt unbedingt machen. Sondern es ist natürlich auch im Zuge der Medienkrise immer wieder untersucht worden, was lesen die Leute am liebsten. Und dann stellt man halt fest, dass das Schreiben mit Haltung oder das Berichten mit Haltung besonders gerne angenommen wurde. Also insofern ist es ja nicht so, dass wir uns irgendwo zusammensetzen und sagen, so jetzt machen wir mal einfach irgendwas, sondern das ist ja auch immer ein Nachfragemarkt. Also Medien funktionieren ja auch dadurch, dass
Menschen sie konsumieren und wir setzen uns nicht als Volkspädagogen dahin und sagen, so, das machen wir jetzt mal. Ja, wir müssen um dieses Vertrauen mit Fakten, mit anständig angewendetem Handwerk halt immer wieder und aktuell kämpfen. Und ich finde, das machen unglaublich viele Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Republik auch sehr, sehr gut. Und deswegen brauchen wir auch keine Abwehrzentren staatlicher Art gegen Fake News, sondern wir haben tausende Abwehrzentren gegen Fake News. Das sind nämlich die professionell arbeitenden, journalistisch arbeitenden Redaktionen. Mhm. Nee. Die Frage stellt sich ja, Herr Krüger, ob die denn ihre Aufgabe hinreichend wahrnehmen. Sie als Jurist sagen ja, das funktioniert gar nicht mehr so und man muss sich anders gegen Fake News wehren. Also Ihre Aufgabe wahrnehmen, da habe ich nicht den Zweifel daran, aber ich glaube, Sie würden sich etwas zu viel auf, wenn jetzt die Journalisten das auch noch für uns machen sollen, den Bürger schützen vor Fake News aus den Tiefen des Internet etwa. Da braucht es schon ein bisschen mehr Hilfe, auch wenn ich natürlich schätze und auch glaube, dass Sie da einen Teil durch Aufklärung, durch Faktencheck und dergleichen erreichen können. Müssen nur übrigens auch sehen, dass das dann die Leute erreicht, die zweifeln. Ja, das sind nicht die, die die Zeit abonniert haben oder die FAZ. Das schafft man auch nicht über Bezahl-Content, sondern da müssen Sie im Grunde genommen, wenn Sie irgendwas entlarvt haben, das dann auch sofort durch einfaches Googlen für diejenigen, die nur die neuen Medien nutzen, verfügbar machen. Die Wahrheit, die im Elfenbeinturm konserviert wird, die wirkt nicht. Aber wenn ich nur einen Schritt zurückgehen darf, bevor ich darauf komme, was wir an Hilfe brauchen. Was mich ja wundert, ist, dass offenbar diese Vertrauenskrise, die ausgelöst wurde, ja, wodurch eigentlich? Durch die Vielzahl von echten Fake News, die mal jemand festgestellt hat, oder durch das Herumkrakele, dass es die gäbe und dass vor allem die etablierten Medien sie verbreiteten, dass das Vertrauen verloren gegangen ist, nicht in irgendwelche semiprofessionellen, oft anonym wirkenden Leute, die im Internet sich verbreiten, versteckt als Heckenschützen wirken, sondern ausgerechnet in die etablierten Medien, die sich ja dagegen stemmen. Mhm. Das halte ich für paradox. Das ist eine Folge dieser Schreierei der aufrechten Bürger auf dem Dresdner Altmarkt. Und das muss man mal hinterfragen. Wenn man mal versucht zu analysieren, wo ergeben sich denn die meisten Probleme? Also ich bin nun wirklich nicht dafür bekannt, dass ich behauptete, dass in den herkömmlichen Medien alles Gold wäre, was da glänzt. Ganz gewiss nicht. Aber die gröberen Verstoße, gerade den Bereich der bewussten Falschbehauptung, den finden wir viel, viel häufiger anderswo. Nämlich insbesondere bei diesen anonymen Verleumdern im Internet, die es ja oft mal genial hingekriegt haben, dass das eigene Wirken zum Vertrauensverlust bei den anderen führt. Ja. Und da brauchen wir tatsächlich Hilfe, da brauchen wir auch mehr als wackere Journalisten, die aufklären. Da brauchen wir vielleicht wirklich sogar Gesetzesänderungen. Das ist immer so, wenn in der Talkshow das als erstes verlangt wird, dann ist man skeptisch. Mhm. Wir brauchen aber auf jeden Fall Hilfe bei der gerichtlichen Durchsetzung. Da gibt es ganz wenige Stellschrauben. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich würde jetzt ganz gerne die Frage nochmal kurz an die Wahlkämpfer stellen, wie Sie eigentlich damit umgehen, Herr Fricke, wenn tatsächlich über bestimmte Parteien, wir haben in Deutschland dieses berühmte Wort Lügenpresse, hier ist es jetzt auch schon ein paar Mal gefallen, Pegida, AfD benutzen das ja gerne, setzen das auf Plakaten ein, auch im Wahlkampf gegen Sie, auch gegen Sie, also gegen die etablierten Parteien. Und haben Sie das unterschätzt als Thema und wie reagieren Sie jetzt darauf? Also ich weiß nicht, ob die Politik es unterschätzt hat. Was aber das Entscheidende ist, ist die Frage, darauf kommt es an, wie sie darauf reagiert. Und der erste Grundsatz ist erstmal don't feed the troll. Also wirklich an der Stelle nicht auf alles, wo einer kommt, sofort anspringen. Nicht sofort jedem Kleinen, der, also ich kriege das ja dann auch mit, du twitterst du was und dann meint einer mit einem provokanten Satz, dich aus der Reserve locken zu können. Dann guckst du kurz, wer das ist, dann stellst du fest, er folgt 2000 und hat 10 Follower. Dann weißt du auch ganz genau, was der Sinn des Spiels ist. Das pendelt sich dann ja hoch. Und da muss man eben dann auch ganz
genau gucken, ob man auf solche Reaktion, auf so etwas reagiert. Aber Politik ist immer eine Kommunikationsfrage. Aber Herr Fricke, die meine ich nicht. Es gibt ja schon durchaus auch diejenigen, die das twittern und viele Follower haben. Und ja, dann können sie es eben nicht so schnell anhalten. An der Stelle ist richtig. Das ist ja die Unterscheidung. Aber jetzt sagen wir mal, wir hätten einen AfD-Politiker, der eine falsche Tatsachenbehauptung macht. Bei einer Meinung kann ich dann auch nur sagen, bei einer Meinung kann ich nichts machen. Würde ich auch nicht tun wollen. Wir haben zwar bestimmte Meinungen, die wir in Deutschland aus historischer Verantwortung und aus guter Überzeugung nicht bringen, aber bei einer Meinung kann ich nichts machen, darf ich auch nicht machen. Und Diskussion auf eine Meinung zu bringen, ist eben schwierig. Ich muss an den Tatsachen angreifen. Und übrigens bin ich da dann schon dabei. In dem Moment, wo ich bei den Tatsachen an falschen Stellen bin, muss ich dann auch gucken, wenn die Geschwindigkeit der falschen Tatsachenbehauptung so schnell ist und die Verbreitung, muss ich bei der Durchsetzung, wenn es sich um falsche Tatsachen handelt, auch demjenigen, der angegriffen worden ist, die Möglichkeit geben, schnell zu reagieren. Das wird für Politik dann der Fall sein, wo man in einem Wettbewerb ist, wenn wir wirklich an einer falschen Tatsachenbehauptung sind. Und da werden auch Parteien, und das tun sie auch, sehr, sehr schnell reagieren. Ich für mich kann an der Stelle nur sagen, wenn über mich eine falsche Tatsachenbehauptung kommt, werde ich sofort die entsprechenden rechtlichen Schritte, nicht selber, aber dann über einen anderen Anwalt einleiten, weil das die einzige Chance ist. Ja, man darf nie in eigener Sache sich vertreten, oder? Ja. Und das musst du dann aber auch konkret durchsetzen, denn da liegt ein großer Fehler. Ich bin jetzt nochmal, wir haben die eine Gruppe von den Trollen, die kannst du vergessen. Wir haben die Meinungsäußerung, okay, ist eine andere Frage. Aber wenn wir die Dritten haben, die sie nennen, dann muss ich aber auch sehen, wenn die merken, sie können mit falschen Tatsachenbehauptungen durchkommen, mit einer hohen Verbreitungsmenge und keiner wehrt sich dagegen, dann ist das auch ein Problem. Nur nochmal, ich sehe nicht, dass das dann der Staat sein kann, das ist nicht das Verständnis. Dann bekommen wir nämlich eine Meinungspolizei, dann kommt die Frage, wann ist eine Tatsache, was ist eine Meinung, wann tritt der Staat hier ein, sondern das muss das unabhängige Gericht auf Initiative des Betroffenen dann machen. Herr Heilmann, wie sehen Sie das? Also Sie sind auch im Bundestagswahlkampf, ja, und könnten ja nun genauso gut betroffen sein. Hier ist die AfD beispielsweise, die ja dafür bekannt ist, dass sie die Medien als Lügenpresse beschimpfen, aber möglicherweise auch nicht immer ganz fair spielen im Wahlkampf an sich. Wenn Sie davon betroffen werden, was machen Sie dann? Na, der AfD traue ich nicht zu, eine persönliche Desinformationskampagne, die nachhaltig ist, zu verbreiten. Ich habe mir aber natürlich die Frage gestellt, was mache ich eigentlich, wenn der russische Geheimdienst, nun bin ich nicht so ein wichtiger Bundestagskandidat, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit nicht so wahnsinnig hoch. Aber als Ex-Justizsenator könnte er auf die Idee aber kommen. Wenn man sich jetzt nur Pass pro Toto oder als Beispiel einen selber nimmt und sagt, die würden also jetzt irgendeine Behauptung, ich würde mich seit Jahren an kleinen Kindern vergreifen, mit vermeintlichen Tatsachen bringen, das würde mich natürlich schon in eine Defensive bringen, bei der man sich dann überlegt, wie komme ich denn da raus, außer zu sagen, das stimmt nicht. Das ist sicher ein Problem. Und das hat ja im amerikanischen Wahlkampf durchaus eine Rolle gespielt. Nun kann ich noch, glaube ich, gut von der Hoffnung leben, dass ich nicht so interessant bin wie Hillary Clinton und insofern davon verschont bleibe. Aber die Reaktionsmöglichkeiten sind dann natürlich schwierig. Dass man im Wahlkampf vom Gegner angegriffen wird, das haben wir alle, die schon mal Wahlkampf gemacht haben, und ich habe es ja auch schon gemacht, schon erlebt, damit muss man, also wenn man in die Politik geht ohne dickes Fell, dann ist man da leider falsch. Das kann man bedauern, weil sie deswegen auch natürlich nur bestimmten Typen anziehen, aber das geht nicht anders. Mhm. Herr Müller-Fock, wenn man noch mal einmal auf diese Vertrauenskrise ganz kurz blickt und diese Vermischung von Meinung und von eigentlich sachlicher Nachricht und Berichterstattung darüber, ist es nicht auch ein Problem, dass eigentlich, wenn nicht wahrheitsgemäß berichtet wird, es in den Medien gar keinen Sanktionsmechanismus gibt? Also das versendet sich, würde man bestenfalls sagen. Aber Sie haben ja für Falschberichterstattung in den Medien, sage ich jetzt mal, aber auch in den sozialen Medien zunächst erstmal wenig Reaktion. Ja doch, Sie können eine Gegendarstellung erwirken. Sie können das machen aber nicht mehr so viele. Ja gut, aber wenn jemand verbreitet in Ihrem Freundeskreis, was Sie für Schreckliches gemacht haben und Sie wehren sich nicht dagegen, okay, dann ist es halt so. Ich meine, man kann nicht verhindern, dass Falsches gesagt wird, aber man muss sich wehren können. Und wir haben ja die Möglichkeit der Gegendarstellung, des Widerrufs und. Wovon ich wenig halte, ist, dass der Presserat so als eine Art moralische Oberinstanz alle halbe Jahre irgendwelche Rügen ausspricht. Das ist dann, das verpufft wirklich. Es ist ja ein rechtliches Problem, das Gerichte ja zunehmend sagen. Da stößt jemand zufällig auf irgendeine Sache, die über ihn behauptet wurde. Mir ging das mal so, in einem Buch stand etwas drin, was wurde mir ein Zitat zugeschrieben, was frei erfunden war. Und dann argumentierte
die Gegenseite sagt man damit, dieses Zitat, das da strittig war, das sei ja schon vor 5 Jahren gefallen und ich hätte die ganze Zeit, es sei jetzt irgendwo im Internet gestanden, ich hätte die ganze Zeit nichts gemacht und hätte jetzt keinen Rechtsanspruch mehr drauf. So, wenn man also unterstellt, wir haben das dann weggekriegt, also meine Anwälte, aber wenn man so quasi unterstellt, du musst jeden Tag gucken, gerade für Politiker oder für andere in der Öffentlichkeit, du musst jeden Tag gucken, ob im Internet irgendwas über dich steht und wenn du dich nicht gleich wehrst, hast du keine Chance. Ich glaube, da ist auch die Justiz gefordert, sozusagen da die Möglichkeiten zu verbessern. Nur, ich meine, weil Sie den Wahlkampf ansprechen, wenn Sie, schon Bismarck hat gesagt, es wird selten so viel gelogen wie vor der Wahl, bei der Beerdigung und nach der Jagd. Auch das ist wirklich nichts Neues. Es hat sich nur sozusagen die Möglichkeiten vervielfältigt und verfeinert durch das Internet. Und auch die Geschwindigkeit hat sich verändert. Eben, ja. Ich würde gerne noch mal unseren Juristen fragen, Herr Krüger, wenn Sie sich noch mal anschauen, wie man sich denn nun juristisch wehren kann, ist das Instrumentarium, was wir haben in Deutschland, hinreichend, Falschmeldungen aus der Presse rauszukriegen? Da gibt es ja viel Erfahrung. Wird das eigentlich ausreichend genutzt? Erste Frage. Zweite Frage, wie machen wir das mit den sozialen Medien? Also wenn Sie Fake News Opfer haben, vielleicht können Sie uns ja auch mal einen Fall schildern von einem Fake News Opfer, ohne vielleicht den Namen zu nennen und zu sagen, wie hat man das geschafft, das jetzt wegzubringen, das Thema? Ja. In der Tat, die Instrumentarien sind nicht ausreichend. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wie das vielleicht Herr Maas gerade versucht, aber immerhin versucht er es. Nicht? Das Gute ist zum Beispiel, dass er den Betroffenen ein Auskunftsrecht geben will. Da wird jetzt drum gestritten, ob es einen Richtervorbehalt geben muss, lassen wir mal weg. Ein Auskunftsrecht, das er braucht für den Fall, für den häufigen Fall, dass er nämlich nicht, wie bei Betroffenen von Berichterstattung in etablierten Medien, den Täter kennt, sondern dass ein anonymer Heckenschütze irgendwas im Netz verbreitet. Mhm. Gegen wen will ich denn dann vorgehen? Und wir haben seit Jahren Auskunftsansprüche derer, die in ihren Marken verletzt sind, in ihrem Urheberrecht verletzt, in ihrem Gebrauchsmuster, Geschmacksmustergesetz, ist aufgrund von europarechtlichen Vorgaben vor Jahren in unsere Gesetze eingeflickt worden, dass man dann an die, sagen wir, Host-Provider geht und die Bestandsdaten sich geben lässt. Bestimmte Daten kriegt man nur mit richterlichem Vorbehalt, ist auch gut so, aber man kriegt sie. Und dann sagt man, aha, okay, der und der, der hat dieses Plagiat meines neuesten Buches runtergeladen und den gehe ich jetzt an. Urheberrecht funktioniert das. Man hat aber versäumt, das den Opfern von Persönlichkeitsrechtsverletzungen auch zu geben. Haben wir einfach nicht gemacht. Musste man nicht, die europarechtliche Vorgabe hat einen nicht gezwungen dazu, also hat man es eingelassen. Weil man sich sonst so viel Ärger einhandelt. Schreien immer alle so viel, die Meinungsäußerungsfreiheit ist gefährdet. Das ist ein relativ kleiner Punkt. Eine Stellschraube, mit der man extrem viel bewirken kann. Und dann sind auch die Diensteanbieter, die sich, was ich sogar verstehen kann, jetzt in einer ungerecht behandelt fühlen, weil wenn die Täter nicht zu kriegen sind, dann schnappt man sich die als Störer. Dann sagt man, hier Facebook, da bei dir auf der Seite steht was, ich weise dich jetzt darauf hin, das ist rechtswidrig, du musst es jetzt löschen. Und dann sagen die natürlich alle, wir haben doch damit nichts zu tun. Wir sind ja nur die Plattform. Aber das ist etabliert, sie haften als Störer. Und dann gibt es ein ziemlich genau festgelegtes Prozedere, das hat der BGH 2011 in einer Entscheidung mal festgelegt. Da kommt die Beanstandung, ich beschwere mich, dass jetzt behauptet wird, auf dem Weg zu dieser Talkshow hätte ich eine sympathische Oma überfahren. Stimmt gar nicht, ich sage jetzt, war eine unsympathische, die sympathische hat der Heilmann überfahren. So, dann weiß ich nicht, wer das jetzt da reingesetzt hat. Ich habe Herrn Müller-Fock in Verdacht, kann das aber nicht beweisen. Also gehe ich zu Facebook und sage, also hör mal, das muss jetzt gelöscht werden, habe ich nicht getan. Sagt Facebook, ja, kann jeder sagen. Dann müssen die ihren Nutzer, den sie ja identifizieren können, wenn er das sich auch verschleiert hat, damit konfrontieren. Das ist festgelegt. Und wenn der sich dann nicht muckst, dann hat Facebook davon auszugehen, dass die Behauptung falsch ist und sofort zu löschen. Mhm. Wenn wir jetzt mal nur den Fall sehen, dann das Ping-Pong-Spiel geht sonst weiter. Wenn der sagt, doch, ich habe es gesehen, dann muss man mich damit konfrontieren. Wann soll es denn gewesen sein? Um 16 Uhr. Da war ich ja noch gar nicht da. So geht das dann hin und her. Mhm. Aber Herr Krüger, ich würde gerne noch mal fragen, haben Sie denn schon erfolgreich Fake-News-Opfer vertreten können? Ja, also sagen wir mal so, in diesem mühsamen Streit mit den Providern, mit den Störern,
Das macht man inzwischen jeden Tag. Das geht sogar so weit, dass man irgendwann Google als Suchmaschine angreifen kann. Wenn der Provider auch im Ausland sitzt, da kriegt man zwar einen Unterlassungstitel in Deutschland, aber kann ihn nicht vollstrecken in Amerika, weil die sowas nicht machen. Da geht man dann zu Google und sagt, du darfst keine Suchanzeige mehr veröffentlichen, damit das nicht gefunden werden kann. Wir hatten einen konkreten Fall. Ein Geschäftsmann wird von irgendeiner Quelle aus der Schweiz angegriffen, in übelster Art und Weise, unter anderem mit der Behauptung, der hätte doch 1990 hätte in Hamburg-Harburg einen Puff betrieben, was er wirklich nicht hat. Er ist aus der Plattenindustrie, ja. Und hat damit nichts zu tun, einfach nur, um den zu schmähen. Der Provider war ein amerikanisches Unternehmen, war nicht durchzukommen, der Täter war anonym. Da haben wir tatsächlich die Suchmaschinenbetreiber angegriffen und haben uns, man muss es sich vorstellen, weil die ja aus Prinzip sich wehren, denen ist dieser Geschäftsmann und das Bordell völlig egal. Die wollen einfach nicht in die Haftung genommen werden und machen dann einen Aufstand mit einem unglaublichen wirtschaftlichen Apparat, den sie da haben. Und haben dann am Ende versucht, den Beweis zu führen, dass er vielleicht doch das Bordell gegründet hat. Google hat versucht, diesen Beweis zu führen. Was sind das für irre Stellvertreterkriege? Ja, ja. Und wenn man die sowohl den Störern als auch den Betroffenen, die da einen David-gegen-Goliath-Kampf führen und völlig unterlegen sind, alleine schon wirtschaftlich, wenn man das erspart, durch so einen Auskunftsanspruch etwa, oder aber etwa, indem man vielleicht ganz gezielt doch Sanktionen verhängt, wenn nicht gelöscht wird. Ich gebe den Kritikern recht, dass man nicht einfach sagen kann, wer in einer eindeutigen Sache nicht innerhalb einer Woche löscht, kriegt ein Bußgeld von so und so aufgebrummt. Aber wenn nach diesem Prozedere, wie es der BGH seit 2011 vorgibt, der Täter angeschrieben wird, wann soll Krüger denn die Oma überfahren haben? Und der muckst sich nicht mal. Der es behauptet wird, versucht gar nicht erst, es zu verteidigen und dann trotzdem nicht gelöscht wird. Warum soll dann nicht der Staat den Betroffenen helfen und sagen, okay, dann sorge ich jetzt mal dafür, dass er seiner Löschpflicht nachkommt und ansonsten bestrafe ich ihn auch. In solchen eindeutigen Fällen finde ich das gut. Und so kann man schon was machen. Herr Heilmann. Die Diskussion, ob die Plattformen nicht auch Mittäter sind bei solchen Dingen, ist ja eine, die auch uns in den Medien bewegt. Sie haben sich an einer mal beteiligt, Zing, aber sind ja auch Nutzer von anderen sozialen Medien. Glauben Sie, dass wir da Geister gerufen haben, die wir jetzt nicht mehr beherrschen können? Erstens. Und zweitens, glauben Sie auch, dass wir ein juristisches Regelwerk brauchen, wie es Herr Maas jetzt vorgelegt hat, um dieser Entwicklung Herr zu werden? Es gibt einige Details bei Herrn Maas, da kann man darüber diskutieren, aber an sich hat er völlig recht. Wir brauchen eine gesetzliche Regelung und ich stimme Herrn Fricke auch ausdrücklich nicht zu, dass man das mit dem Wort Meinungspolizei darstellt, denn nach Ihrer Theorie ist das auch jede Zeitung, denn der private Bürger hat ja erstmal einen Anspruch gegen die Zeitung. Nur, dass und wenn wir das Wort Meinungspolizei nicht benutzt haben. Aber Sie wissen, dass das im öffentlichen Raum... Ja, aber das war jetzt so ein Beispiel. Das Wort Meinungspolizei habe ich nicht benutzt. Also ich nehme gerne zurück, dass Sie das benutzt haben, nicht benutzt haben, aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass in der Tat ist eine Gewährleistungshaftung, natürlich ist der Facebook-Mitarbeiter und eine Institution kann ja gar kein Täter sein, nicht der Täter dieser Verleumdung. Dennoch haben Sie, weil Sie eine Infrastruktur zur Verfügung stehen, eine Gewährleistungshaftung. Und der Bürger braucht einen justiziablen Anspruch, der leicht durchsetzbar ist gegen Facebook. Das geht schon mit der Tatsache los, dass die mal bitte schön einen deutschen Gerichtsstand haben und ich die nicht in Irland verklagen muss. Wie kommen wir eigentlich dazu? Die haben hier in Berlin jede Menge Büros. Nur weil die juristische Konstruktion so ist, sehe ich das gar nicht ein. Wir müssen dazu aus meiner Sicht die Gerichtsverfassungsgesetze und die Prozessordnung anpassen. Und zweitens glaube ich in der Tat, dass es Ansprüche geben muss, bei denen wären... Kommt nicht oft vor, aber wenn ich, ohne dass ich hinterher erkannt werde, auf eine Häuserwand sprühe, um Ihr Beispiel wiederzunehmen, Sie seien ein Mörder, dann muss der Hausbesitzer, der nicht mehr weiß, wer das an die Wand gesprüht hat, kann auch nicht sagen, war ich nicht, es war meine Hauswand, mache ich nicht weg, muss er auch wegmachen. Ja. Also das ist nur ein Fall, der nicht so häufig vorkommt, deswegen, aber rechtlich wäre es völlig eindeutig. Deswegen müssen Tatsachen, das, was wogegen sich Facebook so wehrt und warum ich das Gesetz für so notwendig halte, ist, die Frage der Kriterien gehört in den politisch-öffentlichen Raum und muss gerichtlich im Einzelfall entschieden werden, sodass wir über die Fragen, da gibt es ja durchaus
Grenzfälle, das sind ja eben nicht so eindeutig. Sie haben überhaupt keine Oma erfahren, nicht mal eine überfahren, nicht mal eine unsympathische Sache, ja relativ eindeutig. Es gibt ja ganz viele Fälle, wo das dann sehr schwierig zu entscheiden ist, stimmt es eigentlich oder nicht. Und darüber brauchen wir doch Kriterien und Verfahren, die werden sich auch nur über Zeit rausbilden. Dafür müssen die sozialen Netzwerke, auch weil ich daran mit unternehmerisch in meiner Vergangenheit zu tun habe, verantwortlich machen. Und deswegen ist jetzt die Politik gefordert und damit ich in meiner neuen Rolle zu sagen, doch, doch, da werden wir uns drum kümmern müssen, da muss ein Anspruch geben. Ich würde gerne zwischendurch nochmal unseren Experten, den wir immer an dieser Stelle zuschalten, fragen wollen, Herrn Professor Rocholl, wie das Thema Wissenschaft und auch Journalismus mit einbezogen mit dem Thema Fake News umgehen soll. Gerade in Zeiten, in denen Fake News zunehmen, ist es wichtig, dass Wissenschaft und Journalisten dagegen sich stemmen, dass sie insbesondere sicherstellen, dass Evidenz zum Tragen kommt, dass das, was wir wirklich gesichert wissen, auch in die Diskussion reinkommt, um ein Gegengewicht zu Fake News zu schaffen. Es gibt den Rechercheverbund von NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und der Chef, Herr Maskolo, hat gesagt, es gibt eigentlich einen ganz einfachen, ja, eine einfache Möglichkeit, mit Fake News umzugehen. Er sagt erstens, Desinformation und Fake News als enge Verwandte betrachten, zweitens vorhandene Beweise öffentlich machen, dritte, sich nicht als Handlanger einspannen lassen, viertens, es braucht gesetzliche Regeln, fünftens, Journalisten sollten cool bleiben, Herr Müller-Fock. Also ist es so einfach? Journalisten, zum Beruf gehört doch, dass man nichts ungeprüft übernimmt. So, und dann sind natürlich teilweise die Redaktionen heute im Zeichen von zig Sparrunden so ausgestattet, dass es schwer ist, diese Funktion so zu erfüllen, wie es erfüllt werden müsste. Trotzdem muss doch der Anspruch sein. Es reicht doch nicht irgendeine anonyme Quelle, sondern man muss der Sache schon nachgehen, ob das mit mehr Substanz dabei ist. Und das ist etwas, wo unsere Zunft Nachholbedarf hat. Ja, nicht mehr so sorgfältig arbeitet, wie das früher ist. Hängt auch mit der personellen Situation zusammen. Hängt auch damit zusammen, dass wir auch bei den Agenturen eine Konzentration haben. Ich meine, mehr oder weniger beherrscht dpa den Markt. Und wenn die sozusagen einen bestimmten Spin in einer Meldung drin haben, dann läuft das bundesweit. Also das ist das eine. Ich frage mich aber, Herr Krüger, vielleicht können Sie mir helfen, wieso schützt der Rechtsstaat eigentlich anonyme Menschen? Also ich nenne das ja anonyme Feiglinge. Ich beantworte grundsätzlich bei Twitter nichts von jemandem, der was Anonymes mir eine Frage stellt oder so. Anonyme Feiglinge, die im Schutz sozusagen der sich umgebenden Dunkelheit ganz mutig sind und die Leute mit schlimmen Beleidigungen überziehen, die würden es alle nie, also viel weniger machen, manche schon, aber viel weniger würden es machen, wenn immer ihr Name dabei steht. Die Medien sind auch nicht mutig, weil sie Klickzahlen wollen. Weil die Klickzahlen die Währung ist. Ich kann mich auch unter einem Fake-Namen bei vielen seriösen Zeitungen anmelden und dann dort in die Debatte eingreifen. Auch das ist sozusagen befördert auch noch diese Möglichkeit, im Schutz der Anonymität falsche Nachrichten zu verbreiten oder Leute zu beleidigen. Gibt es sozusagen einen rechtlichen Grund, dass man sagt, auch wer anonym rumpöbelt, verdient, muss zunächst mal geschützt werden und der Geschädigte ist sozusagen erst an zweiter Stelle dran. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Sehr gute Frage. Jetzt muss ich hier etwas verteidigen, woran ich auch zweifle. Was aber auch nicht völlig verkehrt ist. Tatsächlich ist diese Frage intensiv diskutiert worden und dann letztlich höchstrichterlich geklärt worden, zum Beispiel im Zusammenhang mit den Fällen, die diese Bewertungsportale betreffen. Ne, wo dann wirklich anonym irgendwelche Leute abends am Computer hocken und dann sagen so, der Zahnarzt, der kriegt jetzt aber mal. So, und so wurde argumentiert. Also schon der Umstand, dass diese, das sind dann häufig Bewertungen gewesen, anonym sind, ob das nicht schon ein Verbotsgrund sei. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich tatsächlich richtig, dass insbesondere der Bundesgerichtshof gesagt hat, nein, das alleine kann nicht reichen, weil die Meinungsäußerungsfreiheit zunächst mal tatsächlich auch das Recht umfassen muss, sich anonym zu äußern, einfach auch Möglichkeiten zu gewähren, denen, die den offenen Diskurs scheuen. Das ist per se zunächst mal erlaubt. Und zu sagen, ihr müsst alle ans Licht, sonst dürft ihr gar nichts sagen, würde einfach tatsächlich einen zu großen Einschüchterungseffekt zu haben auf die Meinungsäußerungsfreiheit. Wenn man aber da
so großzügig ist, dann muss man auf der anderen Seite eben auch Schutz für die Betroffenen schaffen und gewährleisten. Nicht immer nur durch neue Gesetze, sondern das kann die Rechtsprechung durchaus auch tun, wie ich überhaupt finde, dass wir nicht unbedingt neue Verfahren brauchen, sondern dass wir da bei den Gerichten eigentlich ganz gut aufgehoben sind. Erstmal das Recht ausnutzen müssen. So, und dann muss man eben sagen, erstens werten bei der Güterabwägung, die man immer braucht, werten wir das aber als ein Kriterium, ja, dass der schon nicht traut, sich traut, dazu zu stehen. Und dann aber, wenn es um den Bereich der Falschbehauptung geht, bei Meinungsäußerung ist es wirklich ganz was anderes. Ja? Die dürfen dämlich sein, die dürfen polemisch sein, überspitzt. Aber wenn wir in den Bereich der Falschbehauptung gehen, dann brauchen wir gar keine zusätzlichen Umstände. Die Falschbehauptung, wenn sie auf einen konkreten anderen Menschen bezogen ist, ist immer zu unterlassen, immer zu verbieten. Wir haben nur das reine Durchsetzungsproblem, das von dem ich eben sprach. Also der Anonymus hat nicht das Recht, im Verborgenen zu behaupten, ich hätte die Oma überfahren. Er ist nur faktisch geschützt, weil ich nach der derzeitigen Rechtslage nicht an ihn rankomme. Und das ist das Problem. Und deswegen brauchen wir natürlich neue Gesetze, weil die alten Gesetze auf die neuen Konstellationen nicht passen. Nochmal, das mit dem Auskunftsrecht wäre da schon sehr viel. Das ist ein Gesetz. Das ist der ein Gesetz, Punkt, den ich auch sehe. Ja. Herr Überall, ich würde Sie gerne noch mal fragen. Sie haben vorhin so schön gesagt, wir haben jetzt den amerikanischen Präsidenten, der etwas in die Welt setzt, ja, und das und dann die Journalistenzunft als diejenigen beschimpft, die Fake News in die Welt setzen. In Deutschland haben wir zwar nicht den amerikanischen Präsidenten, aber immerhin eine Gruppe, die auf die Straße geht und eben auch sagt, das ist jetzt die Lügenpresse. Hat das nicht doch eine ähnliche Qualität in der Diffamierungsart und Weise, dass man nämlich sagt, die Journalisten sind doch diejenigen, die nicht wahrheitsgenau berichten? Und mich würde einfach mal interessieren, warum dieses Vertrauen, was dort verspielt wurde, ja in Teilen. Wir haben also, wenn man jetzt in die Kommentarlage auch im Vorfeld schon geblickt hat, ins Internet, gibt es eine ungeheure Wut von in diesem Fall sogar nicht anonymen Menschen, die schreiben, wir glauben der Presse einfach nicht mehr. Und dieses Thema Lügenpresse hat ja doch über Gebühr verfangen. Also da müssen Sie ja eine Antwort drauf finden, damit umzugehen. Macht es nicht auch Sinn zu sagen, wir als Journalisten, wir gucken genau hin, zeigen, wo uns Lügenpresse vorgeworfen wird und entzaubern das. Also das, was Herr Rocholl so schön gesagt hat, man muss ja irgendwas dagegen setzen. Und ich glaube, die 5 Punkte von Herrn Maskolo reichen wahrscheinlich nicht ganz aus. Das ist was anderes, wenn von staatlicher Stelle, wenn der amerikanische Präsident, wenn der Chef der Administration so etwas öffentlich behauptet. Das ist wirklich was anderes. Das andere ist ein gesellschaftliches. Da reagieren ja die deutschen Journalisten zumindest auch in der nötigen Abwägung. Aber ich würde schon gerne noch mal hier bei diesem deutschen Phänomen. Ja, ist bei Frage 1 von 5. So viele waren es nicht. Gut. Dann waren das Fake News. Gesellschaftlich müssen wir auch krude Meinungen zur Kenntnis nehmen, auch wir Journalistinnen und Journalisten uns damit auseinandersetzen. Und wenn uns Lügenpresse vorgeworfen wird, was ein Kampfbegriff ist, was von gewissen Kreisen ganz bewusst als Kampfbegriff eingesetzt wurde und der, aufgrund welcher Strukturen auch immer, im Moment anschlussfähig im öffentlichen Diskurs ist, weil es auch eine große Verunsicherung gibt, weil man, deswegen spreche ich zum Beispiel auch grundsätzlich nicht von sozialen Medien, sondern von sozialen Netzwerken, weil man diese Unterscheidbarkeit, ich habe es im Internet gelesen, ja, war das jetzt die ARD, war das jetzt Spiegel Online oder war das jetzt Häkelschwein oder sonst wer? Es gibt ja da völlig absurde Quellen, die aber irgendwo auf diesen kleinen Geräten, deswegen das Gerät ja mitgebracht, die da irgendwie gleichkommen. Also wenn man früher irgendwas in die Öffentlichkeit blasen wollte, ja, dann hat man zum Beispiel Flugblatt versucht zu machen. Ne? Ja, die bei den Parteien schon was länger dabei sind, so sahen die auch aus, die Flugblätter. Ja. Das konnte man schon klar unterscheiden, dass das kein professionelles Medium ist. Und wenn es die Bürgerinitiative gemacht hat, erst recht. Ja, heute ist das eben anders. Und trotzdem, wir müssen das zur Kenntnis nehmen als Beitrag zum öffentlichen Diskurs. Unser Problem ist, dass es mittlerweile Filterblasen gibt von Menschen, die sich nur noch in diesem Bereich bewegen. So, und auch noch mal ganz kurz zu diesem Thema Anonymität. Also ich halte Anonymität bis zu einem gewissen Grad auch für wichtig gesellschaftlich. Also ich komme selbst auch aus der Korruptionsforschung. Ja, früher hat man tatsächlich zum Beispiel bei den Staatsanwaltschaften ganz klar gesagt, anonyme Anzeigen bearbeiten wir gar nicht, gucken wir uns gar nicht an, machen noch nicht mal eine Plausibilitätsprüfung. Das hat sich in den letzten 10, 20 Jahren auch drastisch geändert. Es hat sich gesellschaftlich unglaublich viel verändert. Korruptionsschmiergelder sind nicht mehr von der Steuer absetzbar. Ja, die Jüngeren werden sagen, ja, ist doch klar.
Nein, war aber in dieser Republik so. Und zwar noch gar nicht so furchtbar lange her. Das heißt, es hat sich sehr viel geändert. Wir legen auch zum Beispiel an Politiker, legen wir mittlerweile auch andere Maßstäbe an. Ja, also so manches, was sich Franz Josef Strauß erlaubt hat, könnte man sich heute nicht mehr erlauben. Und da müssen wir auch als Journalistinnen und Journalisten sehen, ja, wir kommen auch in diesen Fokus. Auch bei uns schaut man genauer hin. Und da müssen wir einfach sagen, ja, das professionelle Handwerk, das muss anständig beherrscht werden. Und wenn solche Vorwürfe kommen, nicht immer nur weghören, sondern auch zuhören. Was sind denn, also hin und wieder habe ich auch das zweifelhafte Vergnügen, mit AfD-Leuten auf Podien zu diskutieren. Von denen höre ich den Begriff Lügenpresse meistens nicht. Die wehren sich da massiv gegen und sagen, nein, ich meine ja höchstens die Lückenpresse. Ja, man muss dann auch miteinander diskutieren. Man muss in den Ring gehen und miteinander diskutieren. Und nochmal, das ist etwas, was wir Journalistinnen und Journalisten in der Vergangenheit nicht getan haben und deswegen auch nicht so richtig gewohnt sind. Herr Fricke, ich würde gerne eine Frage an Sie stellen. Ihre frühere Bundestagskollegin, aber nicht aus Ihrer Partei, Renate Künast, hat sozusagen in Begleitung der Medien, ist die sozusagen von Haustür zu Haustür gegangen und ist zu denjenigen gegangen, die Sie erstens beschimpft haben, aber zweitens auch Lügen über Sie in die Welt gesetzt haben. Ist das eine Möglichkeit, diese Direktbegegnung? Die ARD hat gestern auch sehr interessant, hat gesagt, wir stellen uns denen Gesicht zeigen. Anja Reschke hat sich vor die Kamera gesetzt und hat über die sozialen Medien Fragen entgegengenommen und über auch das Gesicht auf der anderen Seite gezeigt. Ist das ein wirksames Instrument, um auch diesem Thema zu begegnen? Ja, es ist eine Aufgabe von Politikern auf jeden Fall. Wir können, da gilt eine Parallelität zum Journalisten. Wir können da nicht in einem Elfenbeinturm sitzen. Das Interessante ist ja folgende Aussage, die jeder Politiker schon mal gehört hat und Journalisten auch schon mal gehört haben. Bei Journalisten heißt dann, also ihr Journalisten, das ist ja alles Mist, was ihr macht. Jetzt du nicht, weil dich kenne ich ja. Und das ist beim Politiker auch nicht anders. Und wenn ich jetzt im Landtagswahlkampf in NRW, in meinem Stadtteil, aber auch in anderen Städten da stand und dann ist es immer so, man wird erst angegangen und in dem Moment, wo man mit den Leuten redet, fängt das auch an. Es ist auch teilweise ja Teil unseres Provokationsspiels. Ich will ja auch provozieren, um zu sehen, wie der andere reagiert. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und es geht. Ja, du kriegst da Vorwürfe. Also ich weiß nicht, was ich schon an Morddrohungen, an Drohungen gegen meine Familie bekommen habe. Und wenn du dann natürlich einfach sagst, ich gehe weg, gut, das kriegen aber auch andere mit. Dann musst du denen sagen, hast du das jetzt ernst gemeint? Warum und wieso? Und findest du es richtig? Bei manchen können sie es vergessen. Es gibt auch Leute, wo ich sagen würde, das ist nicht mehr der normale Bürger. Ich habe aber eine Zustimmung. Die Frage ist Meinungsäußerung. Du musst den Leuten die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern. Ein Staat, in dem du deine Meinung, nicht Tatsache, deine Meinung nicht mehr äußern kannst oder wo gesagt wird, du darfst sie nur noch äußern, wenn auch sofort du mit deiner Person dahinter stehst, Meinung, da habe ich Schwierigkeiten mit, denn das ist nicht der Staat, in dem ich leben will. So, wir sind schon durch mit unserer Zeit. Ich würde aber gerne eine letzte Runde machen und bei Herrn Überall beginnen. Und von Ihnen gerne wissen, wenn ich morgen Fake News Opfer werde, was würde ich zuallererst machen, wenn Sie das ergänzen? Mich öffentlich wehren und zwar mit echten und nicht alternativen Fakten. Herr Krüger? Sie würden sich selbst... Sie jetzt doch noch an? Herr Heilmann, Sie sind im Bundestagswahlkampf, kann morgen passieren. Jemand sagt, Sie sind ein Steuerbetrüger. Ich würde, glaube ich, zuerst versuchen zu analysieren, woher kommt der Angriff und warum, weil man dann möglicherweise auch die besser analysieren kann, wie die weitermachen. Also der einzelne Vorwurf nützt ja nichts, wenn es nicht eine Kampagne wird. Und wenn es eine Kampagne wird, muss man, glaube ich, deren Muster verstehen. Also abwägen, Herr Müller-Fock. Wenn es einer von denen ist mit 10.000 Tweets und 2 Followern, würde ich nicht reagieren. Ansonsten würde ich auf allen öffentlichen Kanälen mich dagegen wehren und dann würde ich Herrn Krüger anrufen und den Rest zu machen. Das war der Werbeblock. Hugo Müller-Fock hat recht. Ja, kurz, schmerzlos. Ich glaube, das Thema wird uns weiter beschäftigen und ich danke, dass Sie gekommen sind. Focus Online wird sicherlich auch noch eine weitere Diskussion über dieses Thema haben. Bis zum nächsten Mal, sage ich, und wir kommen auf den Bundestagswahlkampf und wir werden uns auch in den nächsten Sendungen, also diesem Thema, weiter widmen. Vielen Dank.